Hallo Leute, mein Name ist Frau Zimmi und heute stelle ich euch Mirror's Edge Catalyst vor. Vor rund 8 Jahren erschien Mirror's Edge und seien wir mal ganz ehrlich, ich war noch nie Fan von diesem Spiel. Klar, es sah optisch irgendwie cool aus, obwohl nicht viel passiert ist, weil die ganze Welt ziemlich steril gehalten ist und ziemlich weiß. Aber ich fand diese ganze Parkour-Action richtig cool und das Erklimmen von luftiger Höhen und so weiter, es sah alles richtig gut aus, aber ich konnte mit dem Gameplay irgendwie nie richtig warm werden. Es lag vielleicht auch so ein bisschen an meinem fehlenden Skill, aber trotz allem habe ich mich gewagt, mal Catalyst zu spielen und dachte, komm Simi, das probierst du jetzt einfach nochmal und du gibst das jetzt nicht auf, das Spiel, und vielleicht kannst du irgendwas Cooles und Positives mitnehmen. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an in meinem Test. Faith Connors, wherever I turn, there you are. The only language you and your kind speaks is destruction. Good to have you back, girl. Wirklich viel blieb nach dem Abspann von Mirror's Edge, allerdings nicht, nur um daraus ein Sequel zu basteln. Ein Prequel, der die bisher attraktive, aber leere Welt mit Leben füllt, ist also der logische Schritt. Immerhin hatte man eine interessante Fanbase und 8 satte Jahre Zeit. Aber nach rund 12 Stunden Spielzeit, ein paar Highlights in der Story und ernüchternd viele Sammel- und Kuriermissionen bleibt Mirror's Edge Catalyst so leer und steril wie sein Artdesign. Zu Beginn des Spiels wird Faith aus der Haft entlassen. Wieso? Weshalb? Das erfährst du nur im separat erhältlichen Comicbuch Mirror's Edge Exordium. Ohne diese Lektüre erfährst du nur, dass Faith einen ordentlichen Batzen Schulden hat, die Stadt von mysteriösen und alles kontrollierenden Konglomerat beherrscht wird und das Sicherheitsunternehmen Kruger Security irgendwie wohl die Exekutive der Herrscher ist. Und dabei fing die Story doch wirklich irgendwie cool an. Du wirst aus der Haft entlassen und begibst dich Richtung Freiheit, Richtung Sicherheitstor, und auf einmal zieht dich irgendein Typ, der später noch sicherlich wichtig ist für die Story, am Seiteneingang raus und will, dass du mit ihm abhaust. Und hä? Mal ganz im Ernst, ich will doch erstmal rausgehen, ich will die Welt erkunden, ich will gucken, wie sich die Welt verändert hat, ich will ein bisschen entdecken, erkunden. Und nee, da kommt ein Typ und sagt, so Faith, jetzt kommst du mal mit und ich schick dich auf deinen ersten Run. Laufen, springen, schwingen und über Dächer rutschen. Mirror's Edge Catalyst vermittelt ein fantastisches Gefühl von Geschwindigkeit. Das Bewegungssystem im Vorgänger Mirror's Edge war schon fantastisch und wirkte mit ein wenig Übung wie ein Rausch. Catalyst steht dem in nichts nach. Loslaufen, schneller über eine Kiste auf eine höhere Ebene springen, nicht langsamer werden, unter einem Geländer durchrutschen, Wallrun, um die Ecke schwingen, noch schneller springen, schneller hoch, runter, durch die Tür, weiter, alles aus der Ego-Perspektive eingefangen, spielt es sich hervorragend und vermittelt dir ein mitreißendes, virtuelles Körpergefühl. Gleiches gilt natürlich auch für das Gefühl von Geschwindigkeit und von der Höhe. Mit Faith bist du selten auf einer Ebene unterwegs. Du wechselst mehrfach die Ebene, durch Bürogebäude und Wartungstunnel sprintest du und natürlich zahlreiche Hindernisse überwinden gehört auch zum Teil. Also man ist schon ordentlich im Run und das kann auch richtig Spaß machen, wenn man es dann drauf hat. In Catalyst haben wir eine riesengroße Map. Diese große Map hat eine Menge Symbole und leider sind dort eine Menge Kurier- und Nebenmissionen versteckt, die sich aber derart schnell ausnutzen und abnutzen, dass es irgendwie auch gar keinen Spaß mehr macht. Im Endeffekt laufen wir die ganze Zeit nur von A nach B und bringen irgendwelche Päckchen und Kuriermissionen hinter uns. Nicht zu vergessen ist natürlich der Zeitdruck in dem Spiel, aber wiederum ist in Mirror's Edge Catalyst der Weg das Ziel und der Transport im engen Zeitkorsett hat durchaus seinen Reiz. Für die Geschichte hat diese Mission allerdings keine Funktion und ist auch gar nicht erst im Kontext eingebunden. Anders sieht das mit den Sammelmissionen aus.
Die Sammelmissionen sollen irgendwie den unterdrückten Bürgern helfen. Allerdings ist es völlig egal, wie viele Steuerchips ich einsammeln werde, noch wie viele Werbetafeln ich gehackt habe. Denn es hat einfach keine Auswirkung auf die Geschichte oder sonst was. Man stelle sich nur vor, ein einsamer NPC steht in einem riesigen, strahlenweißen Raum. Vereinzelt stehen ein paar hübsche, bunte Designmöbel herum. Wenn ich möchte, gibt er mir die Aufgabe, dass ich in einem knappen Zeitlimit einen Gegenstand zu einem anderen NPC bringen muss, der genauso einsam und verlassen mitten im Nichts steht. Liebloser kann man eine optionale Nebenmission nicht mehr gestalten. Am Ende verkommen die Figuren in den Zwischensequenzen nur zum Lückenfüller und ich schwinge mich einfach nur von der einen Mission zur nächsten in der Hoffnung, dass die nächste Story-Mission wieder eine kreative Strecke bietet. Wir sind Faith, wir sind eine zierliche Asiatin. Warum zur Hölle hat man in dem Spiel irgendwelche Kampfmissionen dann eingebunden? Ja, wir haben natürlich nicht irgendwie so einen Über-Mech-Anzug oder irgendwas in dieser Art, sondern müssen uns auf unsere Asia-Skills vollkommen verlassen. Und das heißt, wir müssen hier und da auch mal ein paar Gegner aus dem Weg räumen, die sich in unseren Weg stellen. Und das machen wir natürlich ziemlich hübsch mit ein paar Sidekicks oder wir... Sieht ja auch cool aus, ne? Wenn diese ganzen Gegner, die komplette Volltrottel sind, immer in den Abgrund stürzen und so weiter. Aber im Endeffekt nimmt es uns schon ganz schön den Flow von dem Spiel. Kommen wir zu meinem Fazit. Reicht es denn aus, dass Open World, sammelbare Sachen und ein Talentbaum gleichzeitig eine automatische Qualitätssteigerung zu Mirror's Edge bedeuten? Naja, bei mir kam das Spiel leider nicht ganz so gut weg. Ich muss vorneweg sagen, das Spiel hat eine super geile Grafik, es entwickelt einen super geilen Flow, es hat eine richtig präzise Steuerung und das Körpergefühl fühlt sich auch richtig cool an, aber irgendwie gingen mir die dummen Gegner total auf den Sack und es gibt zu viele Trial and Error Passagen für mich als Mirror's Edge Anfänger, die doch ziemlich sich frustig gestaltet haben. Das ganze Spiel war für mich etwas krampfig, ein bisschen frustig. Irgendwie ist es nicht wirklich nach 8 Jahren ein super geiles Spiel geworden. Versteht mich nicht falsch. Ich werde wahrscheinlich eine Menge Fans jetzt irgendwie so aufschreien hören. Aber für mich als Mirror's Edge Neuling, so kann man das bezeichnen, würde ich sagen, okay, das Ding hat es nicht wirklich gerockt. Ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, Fans von Mirror's Edge, die von dem alten Mirror's Edge, von dem 8 Jahre alten Mirror's Edge, werden das neue wahrscheinlich auch richtig abfeiern und da könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Aber Leute, die nicht so auf diese Art von Spiel und auf Parcours und so weiter stehen, die sollten auf jeden Fall versuchen, eine Demo anzuzocken, um zu gucken, ob das Spiel was für einen ist. Ansonsten lasst bloß die Hände davon. Und noch eine kleine Randbemerkung. Wieso wird eigentlich immer bei Assassin's Creed so rumgemeckert, von wegen unnütze Nebenaufgaben und zu viel rumgesammelt? In Mirror's Edge kam das ein oder andere mir doch sehr bekannt vor. In diesem Sinne, das war's von mir, eurer Frau Zimmi. Keep on zocking, macht's gut!